Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, da sind wir wieder mit sortiertem Inventar und wir wollen doch mal gucken, wo wir jetzt als nächstes hinlaufen. Wir wollten ja hier eigentlich so einen Abstecher einmal drumherum machen. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder zur Eishauchtiefen. Ja, da wollen wir hin. Zwar sind alle Drachen furchterregende Gegner, doch verfügen manche über größere Macht als andere. Braune und grüne konnten wir nicht mehr lesen. Braune und grüne. So, da sind wir. Und es ist noch hell. Ist das schön. Lydia, du bist auch da? Wundervoll. Ah, schön. Ja, die armen Abenteurer, ne? In den letzten Folgen. Aber immerhin... Die bösen Falmer, die gibt es jetzt nicht mehr. Darüber bin ich ganz froh. Das sind wirklich grässliche Geschöpfe. Da oben hätten wir, glaube ich, auch noch was. Ist das hier der offizielle Weg? Wir müssen mal gucken. Das sieht mir aus wieder wie so ein Banditenlager da hinten. Oder irgendeine andere Hütte. Ich weiß es nicht genau. Was haben wir denn da? Wer weiß, wer weiß. So, das heißt, wir werden weiter unsere Runde drehen. Wir müssen jetzt nur gerade gucken. Oha, oha, wo laufen wir hier entlang? Da kommt uns ein Krabbi entgegen. Und da sind die Schlachterfische, die wir das letzte Mal erlegt haben. Okay, rein ins kühle Nass. Ja, dass es auch Fische gibt, die uns angreifen, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen sehr. Aber... auch mal was Neues, was wir kennengelernt haben. Und wer kommt uns da entgegen? Hallöchen, wer bist du? Dich kennen wir nicht, oder? Es sind Drachen unterwegs, Reisender. Seid gewarnt. Ja, ja. Ich weiß, ich war ein Helden. Dann habt ihr sie auch gesehen. Wir haben unser Heim verloren, unser Vieh. Wir haben kaum genug Gold, um über die Runden zu kommen. Oh je. Hier bitte Wechselgeld geben. Was heißt denn Wechselgeld? Danke. Seid auf der Hut und vergesst nicht, unterwegs den Himmel im Auge zu behalten. Danke ebenso. Also ich meine, wir haben jetzt aktuell 54.000 Gold. Gold? Warum geben wir ihm nur 5 Septime? Der hat seinen Hof, sein Haus verloren, alles, was er je besessen hat. Und dann speisen wir ihn damit ab, dass wir ihm 5 Septime geben. Ja, hartes Schicksal, ne? Das ist halt... Mit den Drachen ist nicht einfach. Wir werden uns ja auch irgendwann um diese... Oh, oh. Drachen kümmern. Lass mich raten, das ist so eine Karawane hier, ja. Wer bist du? Eine Rotwardonen. Händler-Tagebuch. Die wurden beschossen mit Falmer-Pfeilen. Sag ich doch. Genau das ist es gewesen. Das Buch kennen wir. Wir nehmen nur die wichtigsten Sachen raus. Die Wolfskönigin kennen wir bereits auch. Ein Händler-Tagebuch. So wäre man anscheinend auch darauf gekommen. Ich habe meinem Mann angefleht, nicht zu gehen, aber er wollte einfach nicht hören. Er sagte, wenn er die Lieferung nur noch eine Woche länger verzögern würde, würden die Armee niemanden anderen, also jemand anderen finden, der sie nach Süden bringt. Sollten sie, sollen sie ihr verfluchtes Geld doch behalten. Die Straße nach Weißlauf ist in diesen Tagen gefährlich, das weiß doch jeder. So viele Karawanen sind schon angegriffen worden, so viele Reisende spurlos verschwunden. Manche sagen, das seien bloß Banditen. Aber ich habe Gerüchte von Schlimmeren gehört. Kobolde, Gespenster, Hexen. Seit 20 Jahren sind wir jetzt verheiratet und ich kann die Vorstellung nicht ertragen, ihn zu verlieren. Ich lasse ihn nicht alleine fort. Nicht dieses Mal. Wir leben oder sterben zusammen. Möge Mara uns schützen. Ah... ach je. Klasse, oder? Ach je, die gute Frau, ne? Die hat's nur gut gemeint. Was haben wir da hinten für eine Stadt? Na nö, da hinten ist doch ein Dorf.
Da müssen wir uns mal näher angucken. Das, davon haben wir noch nicht gehört. Wenn wir hier schon unsere Runde drehen, möchte ich mir natürlich auch alles angucken. In dieser wundervollen Welt. Was ist das denn für eine Drachenskulptur da vorne? Oha! Wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht ja mal stark aus. Guckt euch das mal bitte an. Wow! Wo sind wir denn hier? Mit Wachen? Drachenbrücke entdeckt. Ach, das ist Drachenbrücke. Ach, wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn? Hallo, ihr zwei. Macht euch nützlich und hackt etwas Feuerholz. Ihr könnt euch dabei auch etwas verdienen. Naja, es klingt so, als hättet ihr Probleme mit eurer Frau. Ich weiß ja nicht, wir haben nichts gehört, oder? Sie heißt Olda. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche. Mhm. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache in ganz Himmelsrand. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Na gut, wie alt ist denn diese Steinbrücke bei der Stadt? Schwer zu sagen. Sie ist alt, so viel steht jedenfalls fest. Sie stand schon lange vor der Stadt hier. Ich hoffe nur, die Brücke überlebt den Krieg. Ihr müsst in beiden Richtungen sehr weit gehen, bis ihr einen anderen Weg über den Kart findet. Wenn eine Seite verhindern will, dass die andere den Kart überquert, wäre es möglich, dass sie die Brücke einreißen. Ach du Jemine, okay. Verkauft sich denn euer Holz besser, seit der Krieg angefangen hat? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Die Nachfrage war noch nie so hoch. Zumindest nicht, seit ich die neue Mühle gebaut habe. Na gut. Ja, so, so. So, und du bist die nette Dame? Wenn ihr ein Zimmer sucht, solltet ihr im Vier Schilde fragen. Ja, das fragen wir noch. Hallo. Ihr seht aus, als hättet ihr so manches Abenteuer erlebt. Ja, das könnte man so sagen, ne? Wir haben ja auch ein paar Abenteuer schon erlebt. Drachenbrücke Holzfällerlager. Ja, das Geschäftsbuch. Können wir aber nichts dran machen, ne? Das dachte ich mir schon. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier in Drachenbrücke. Och, wie süß. Das ist ja mal interessant. Drachenbrücke. Hier geht es hoch zum Tor, wenn ich das richtig sehe. Hier geht es also den Weg entlang. Den könnten wir eigentlich auch direkt mal entlang laufen. Ich weiß, wir haben noch genug Aufgaben, aber ich meine, ist doch nicht schlimm. Haben wir halt noch eine Stadt entdeckt. Wurde auch mal irgendwie Zeit, ne? Noch mehr Pilze. Nee, nee, nicht noch mehr Pilze. Alle schreien sie wieder. Nein, Sanku, keine Pilze mehr. Wir können seit den letzten drei Folgen keine Pilze mehr sehen. Und das ist machbar. Und das ist jetzt hier die Wache von Drachenbrücke. Du trägst auch ein anderes Wappen. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Hafingara Wache. Ja. Das ist ja mal cool. Da haben wir ja Drachenbrücke entdeckt. Ja, gehen wir jetzt den Weg weiter einfach direkt entlang oder bleiben wir erstmal in der Stadt? Weil mich würde schon interessieren, wo wir hier hinkommen. Aber es kann auch sein, dass wir natürlich wieder zig Aufgaben bekommen. Da hinten liegt ein bisschen Erz. Und wir so oder so hier dann losgeschickt werden. Ich glaube, wir bleiben erstmal in der Stadt. In den Städten bleiben ist eigentlich so das Beste, was wir machen können. Ne? Ist das Beste, was wir machen können. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir erstmal hier. Aber diese Brücke, die sieht ja mal richtig gut aus, ne? Ob die wirklich... Stachelgras. Das haben wir auch selten gefunden. Oh, habe ich mich erschrocken. Achso, das Holzding da oben. Okay. So, hallo, wer bist du denn? Seid ihr ein Soldat? Eines Tages werde ich auch ein Soldat sein. Ah, tu dir da nicht zu viel an, mein Lieber. Tu dir da nicht zu viel an.
Sieht aber schön aus, ne? Auch ein Schmied. Ein richtiges Städtlein haben wir hier gefunden. Das ist das Wappen des Kaiserreiches, ne? Hallo. Ja? Was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Das will man meinen. Gucken wir doch mal rein. Nee. Ich glaube, unsere Sachen sind da besser, ne? Ja, des Blitzes, der Beschwörung. Aber natürlich eine Menge Erz, ne? Haben wir wieder einen Schmied gefunden, wo wir je nachdem, wenn wir es benötigen, wenn wir selbst mal Sachen schmieden, wieder hier ein paar Sachen kaufen könnten. Das ist doch ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Aber es sieht fantastisch aus. Die Tür könnten wir aufschließen als Meister. Boah, das sieht halt so wahnsinnig toll aus. Das ist halt schon richtig stark. Hier haben wir wahrscheinlich das Gasthaus. Boah, wie gut sieht denn das hier aus? Also Drachenbrücke gefällt mir richtig gut. Hier ist wahrscheinlich das Gasthaus, ha? Ja, dann gehen wir mal hier in die vier Schilder. Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Taverne betreiben werde. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ja, ja, hallo. Feida zeigt mir, wie man eine Taverne führt. Sie betreibt die vier Schilde. Okay. So, hallöchen. Ich heiße Feida, ich betreibe die Taverne. Ja. Ihr seid irgendwie anders, das kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht auf Ärger aus. Das kommt ganz drauf an, ne? Aber sie hat auch nichts Neues, außer dass wir eine Arbeit suchen, wisst ihr was? Und dann kriegen wir den nächsten Banditenauftrag, ne? Das machen wir erstmal nicht, Dankeschön. Bis dann. Ja, bis dann. Haben wir denn das ein oder andere Büchlein hier oder noch andere Leute, die hier wohnen, mit denen wir uns unterhalten könnten? Hier haben wir nichts. Du sitzt hier drinnen. Nee, nee, Lydia, alles ist okay. Und verkaufen müssen wir ja eh nicht, ne? Nee, ist einfach nur eine schöne Taverne. Wir könnten uns natürlich auch ein Zimmer mieten. Könnten wir, müssen wir aber erstmal nicht, ne? Zumindest glaube ich es nicht. Wen haben wir denn hier drin, ne? Ach so, und das ist seine Frau. Hallo, Olda. Habt ihr schon meinen Mann kennengelernt? Mhm. Nein? Spart es euch. Er ist nämlich ein Säufer. Trinkt euer Ehemann zu viel? Er hat mir versprochen. Nein, bei seinen Ahnen hat er mir geschworen, dass er den Met aufgibt. Und dann muss ich erfahren, dass er sich in einer Höhle in der Nähe einen Vorrat angelegt hat. Er benutzt sogar ein paar Wölfe als Wachhunde. Ich sollte ihm einfach die Zunge herausschneiden. Dann wäre das Problem aus der Welt geschafft. Ach du Jemine. Naja, ich kann euch den Vorrat eures Mannes bringen. Wenn ihr es versuchen wollt. Aber ich halte meinen Dolch bereit. Für alle Fälle. Ach, ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Solange ihr mir die Flasche Drachenhauchmet bringt. Seine Lieblingssorte. Also muss er eine davon haben. Mhm. Okay, stört euch denn die Anwesenheit der Wache hier? Nein. Natürlich begrüße ich die Anwesenheit bewaffneter Fremder, die sich einen feuchten Dreck um uns scheren. Natürlich stört es mich. Es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis sie unsere Mühle im Namen ihrer Kriegsanstrengungen beschlagnahmen. Und es wird nicht lange dauern, bis noch mehr Wachen hier sind. Dann verlieren wir auch noch unsere Häuser. Das hier ist erst der Anfang. Merkt euch meine Worte. Aber gibt es in Drachenbrügge kein Jarl? Besitzt eure Familie die Holzmühle? Sie gehört noch meinem Mann. Er wird sie schon bald verlieren. Er ist mit seiner Grundschuld im Verzug, aber das hindert ihn nicht daran, sein ganzes Geld zu versaufen. Oh, okay. Jetzt sind wir hoch verschuldet, haben nicht den geringsten Heller und stehen kurz davor, unsere einzige Erwerbsquelle zu verlieren. Das alles nur wegen dem Alkohol. Mhm. Okay, da kann ich natürlich verstehen, warum die Olda da so ein bisschen sauer ist, ne? Ich glaube, es wird gerade dunkel, ne? Wir holen uns dennoch mal ein Zimmer. Dann ist es wenigstens schön hell am Tag. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ja, sehr gerne. Hi. Ich heiße... Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Dankeschön. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Lass mich raten, es ist das erste Zimmer links. Ja. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Das sind auch Truhen, ne? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, danke. Aber ich glaube, das Zimmer sieht kuschelig aus. Da werden wir uns erstmal hier in aller Ruhe... machen wir mal 12 Stunden, ne? Müssen wir eigentlich ein bisschen länger machen. Machen wir ruhig ein bisschen länger. Um 8 Uhr machen ja die Geschäfte auf, aber wir müssen mal gucken. Gibt es hier wirklich kein Jal? So, noch 2 oder 3 Stunden spielt jetzt keine große Rolle. Und dann sind nämlich alle Leute nämlich wach und topfit, würde ich doch einfach mal behaupten. Na, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier ein Jal finden. Wir wurden ja jetzt nicht... Achso, du läufst jetzt wieder rein. Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Taverne betreiben werde. Ja, dass wir hier ein Jal finden oder so etwas, ne? Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Haben wir auch gehört. Papierjäger oder so. Hab hier in letzter Zeit ein paar üble Gestalten durchkommen sehen. Dachte, ich hätte solche Leute hinter mir gelassen, als ich Markhardt den Rücken kehrte. Seid ihr von Markhardt hierher gekommen? Ich bin als Waise in den Straßen von Markhardt aufgewachsen. Ohne die Güte eines alten Kriegers namens Logrolf, der Gebeugte, wäre ich dort auch gestorben. Logrolf hat mich gerettet und gab mir genug Geld, um die Stadt zu verlassen. Ich bin dem Kart in nördlicher Flussrichtung gefolgt und kam dann schließlich hierher. Als ich Michelle kennenlernte, wusste ich, wo ich hingehörte. Ich schätze, das ist alles. Okay, ihr habt die üble Gestalten erwähnt. Sind sie durch die Stadt gekommen? Also in dem Sinne, wo sind sie überhaupt hingekommen? Die Kaiserlichen und die Sturmmäntel haben jeweils Reiter in diese Richtung geschickt. Sie suchen die Brücke und das umliegende Land ab. Sie haben in der Herberge übernachtet, dann aber ihre Rechnung nicht bezahlt. Sie sagten, Soldaten müssten nicht bezahlen, weil sie ihr Leben riskieren, um uns zu beschützen. Ja, ist klar. Das ist noch nicht alles. Sie haben uns auch noch einen Haufen Holz genommen und einer von ihnen wollte sich sogar an meiner Tochter vergreifen. Diese Leute glauben, sie können sich alles erlauben. Ah je. Okay. Macht ihr euch Sorgen, in diesen gefährlichen Zeiten eine Familie zu gründen? Was sind das für Fragen? Aber natürlich. Jede Nacht bete ich, dass uns nicht ein Drache holen kommt oder die beiden Armeen auftauchen und um die Brücke kämpfen. Ihr fragt, ob ich mir Sorgen mache? Ich habe wahnsinnige Angst, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber um meiner Frau und meiner Kinder willen muss ich stark bleiben. Also das Einzige, was du machen kannst, ne? Natürlich. Okay, gut, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Ich wollte gerade sagen, hier hinten ist aber jetzt nicht schon direkt die Höhle, wo er alles versteckt, ne? Nee. Also Drachenbrücke ist anscheinend irgendwie der Schauplatz von wilden Aktionen zu sein, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Der Mittelpunkt des ganzen Gefechts, des Krieges. Das war ich nicht, hallo? Wenn ihr ein Zimmer sucht, solltet ihr im 4 Schilde fragen. Ja, machen wir auch, aber erstmal... Achso, das ist ein Seelenstein. Ich dachte, das ist ein Büchelein. Was haben wir hier unten im Keller? Ja, hier seid ihr am Schlafen. Also man kann sich halt natürlich, ne, wie es sich gehört, immer überall umgucken. Das ist auch ganz interessant, wenn man... Als hättet ihr so manches Abenteuer überstanden. Dass wir uns natürlich als Langfinger hier einmal durch die Städte schleichen. Wir könnten weiter geradeaus. Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Nein. Mit der stumpfen alten. Nein, können wir nicht. Selbst schuld. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ah, das sind hier bestimmt so besondere Kisten hier, ne? Ja, hallo. Ihr braucht etwas? Das kommt drauf an. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Nur solche Sachen, ne? Wieder ganz viele Händler hier. Was hast du denn Besonderes da? Gewöhnlicher Seelenstein, kleine Seelensteine, winzige Seelensteine. Ja, die können wir schon mal mitnehmen. Oh, warum habt ihr denn immer so viele Sachen dabei? Bögen bewirken mehr Schaden, Amulett von Talos. Ja, Schloss knacken 40% leichter. Also die Händler hier, die verkaufen immens viel Zeug, ne? Das ist schon Zombie-Erwecken. Okay. Schöner Alchemielabor direkt hier um die Ecke. Ja, da kann man sich halt mal in aller Ruhe umgucken, ne? Ja.
Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt brauchen. Wir haben ja so viel Geld, dass wir ohne Probleme auch alles kaufen könnten. Jetzt gehen wir nach oben gucken. Irgendwo muss doch hier vielleicht ein Jal sein. Gemischtwaren, zahlten Brücken. Achso, die wohnt da, ja. Mhm. Okay, da oben geht es wieder raus. Dann haben wir hier, glaube ich... Seid ihr ein Soldat? Eines Tages werde ich auch ein Soldat sein. Das wirst du auch, bestimmt. Sei tapfer, ist aber gefährlich, ne? Könntest dein Leben verlieren. Ich glaube, wir haben vielleicht irgendwo was vergessen. Hier war ja diese schöne Taverne. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Ja, ja, macht dir mal keinen Kopf. Hier, ne? Da. Hier haben wir was Neues. Was sind das denn hier für Kisten mit diesem Schiff drauf? Irgendwie so Seefahrer, hm? Wen haben wir denn hier? Außer, dass es ein riesengroßer Turm ist. Ein kaiserlicher Bogen. Können wir die Aussicht genießen. Da ist ein lagernder Sturmmäntel. Mhm. Ich glaube, das hat was hier mit dem Krieg zu tun. Wenn wir uns für eine Seite entscheiden, können wir vielleicht Drachenbrücke halten. Oder wir dürfen mit den Sturmmänteln, die ja hier in der Nähe sitzen, Drachenbrücke erobern. Das kommt halt immer ganz drauf an. Also solche Events... Papa sagt, dass ich zu jung bin, um im Krieg zu kämpfen. Ja. Aber ich kann trotzdem helfen, indem ich in der Stadt auch... Ja, du kannst auch helfen, das ist gar kein Problem. Du sollst bloß als junger Kerl, der das ganze Leben vor sich hat, nicht unbedingt direkt umkommen. So, das hier ist doch so ein Lager, oder? Der Sturmmäntel. Da unten ist doch ein Lager der Sturmmäntel. Wie kommen wir denn dahin? Indem wir einmal drumherum reisen. Und da hinten ist wieder so ein Schrein. Ist das richtig? Einmal ein Blick auf die Karte. Die Statue für Meridia. Sollten wir da nicht einen... Da gehen wir gleich mal hin. Da bin ich mal neugierig. Ich will mal eben kurz gucken, ob wir da unten rumkommen. Ja, würden wir sogar. Ist aber weit weg. Okay. Dann gehen wir erstmal hier oben hoch. Jetzt bin ich ja mal neugierig. Weil wir haben doch den Stein dabei. Das war doch der Stein. Den mussten wir doch, oder müssen wir hier abgeben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das sieht halt so gut aus, ne? Es ist so schick. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Ja, wir sind richtig, eindeutig. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Was möchtest du denn von uns? Wir bringen dich erstmal zurück. Bringt mir meinen Stern zurück, sodass ich euch zu eurem Schicksal führen kann. Nun gut, das heißt, wir müssen... Tausche den Stern aus. Wow. Oh Gott, was da? Ich... Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Mhm. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Aha. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Dann erzählt mir mal bitte etwas über das Artefakt. Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher, denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht
und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Mhm. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Klingt gut. Das klingt nicht gerade so, als hätte ich eine Wahl. Ja klar, wir machen das. Natürlich. Ich habe es befohlen. Jetzt gilt. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Okay, Malkoran, ja. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Okay. Kommen wir jetzt auch... Oh nein, bitte nicht. Bitte, bitte, lass mich sanft runter. Oh. Gleite Meridias Licht durch den Tempel. Das ist ja mal stark. Also ich hatte ehrlich gesagt gerade kurzzeitig Angst, aber wie riesig diese Welt ist, ne? Ha, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.